Hallo zusammen, wie versprochen gibt es jetzt ein Video, in dem ich das erste Mal mit diesem super genialen Pinsel male. Und zwar der Da Vinci Selection 2020, die Limited Edition. Und ich habe die Nummer 77. Was es damit auf sich hat, werden wir noch im Video herausfinden. Das werde ich euch noch erzählen. Aber jetzt erstmal zum Motiv. Und zwar male ich heute die Baby Vita. Und dafür nutze ich meine Schminke Horadamp-Farben, habe links meine Mischpalette, zwei Wassergläser, ein Pinseltuch und mein Aquarellpapier. Hier verwende ich das Hahnemühle Expression. Das ist 100% Baumwollpapier und Baumwollpapier hat die Eigenschaft, länger nass zu bleiben als andere Papiere. Und für den Anfang ist das auf jeden Fall sehr gut geeignet, weil es eine sehr gute Preis-Leistung hat. Hier seht ihr jetzt, wie ich meine Farben anmische, beziehungsweise erstmal meine Farbe für Vita an sich. Und die erste Schicht mache ich nass in nass. Dabei feuchte ich jetzt erstmal mit frischem Wasser das Motiv an. Hierbei lasse ich Augen und Nase aus, also da kommt kein Wasser hin. Denn wo kein Wasser ist, da fließt dann gleich auch die Farbe nicht hin, die ich da einbringe. Und so kann ich die ganz einfach dann freilassen. Dieser Pinsel ist ein großer Verwaschpinsel. Das merkt man auch, dass es halt extrem viel Wasser aufnimmt und man da mit Leichtigkeit auch so ein großes Motiv ganz einfach komplett anfeuchten kann. Und wie es aussieht, wenn euer Bild gut angefeuchtet ist, seht ihr jetzt mal. Also es soll ein leichter Glanz sein und halt keine Pfützenbildung geben. In der Nass-in-Nass-Technik mache ich gerne die erste Schicht und dabei blocke ich einfach schon mal Licht- und Schattenbereiche ein. Heißt, da wo Schatten ist, bringe ich schon mal ein bisschen mehr Pigment auf und da wo Licht hinfällt auf die Vorlage, die ihr eben gesehen habt, da bringe ich wenig bis gar keine Farbe bisher ein. Wie ihr auch gesehen habt, ist es keine sehr tolle Vorlage, was mich im Laufe des Zeichenprozesses ehrlich gesagt auch echt herausgefordert hat, weil es ist halt eine geblitzte Vorlage, heißt mit Blitz aufgenommen und ja, dazu auf jeden Fall später nochmal ein wenig mehr. Hier seht ihr, wie ich nochmal ein bisschen Blau und Lila mit einbringe. Weil ich wollte es nicht ganz so trist haben, sondern auch ein bisschen interessanter gestalten und ein bisschen Farbe mit einbringen, aber halt nicht zu viel. Und da Blau und Lila oftmals auch in schwarzem Fell vorhanden sind, beziehungsweise das einfach so reflektiert wird, deswegen habe ich das hier jetzt auch gewählt. Dann habe ich noch ein paar Farbspritzer aufgebracht und dann lasse ich das Ganze gleich erstmal ein wenig trocknen, bevor ich mit der nächsten Schicht weitermache. Nun ist das Bild getrocknet und ich bringe die nächste Schicht in der Nass-auf-Trocken-Technik auf. Heißt, ich gehe mit der feuchten Farbe am Pinsel auf das trockene Papier. Wie gesagt, wichtig ist hierfür, dass das Papier auf jeden Fall trocken ist. Wenn ihr so ein bisschen ungeduldig seid, könnt ihr da gerne einen Föhn für nehmen. Ich lasse es meistens einfach so trocknen und mache in der Zeit einfach irgendwas anderes. Hier seht ihr auch gut, dass ich auch mal mit der Spitze des Pinsels arbeite, als auch mit dem Pinselkörper, sagt man das so, also mit der kompletten Fläche des Pinsels. Da seht ihr mal, wie vielfältig auch große Pinsel sein können, dass man damit viel Fläche schaffen kann, aber auch wirklich feine Details zeichnen kann, beziehungsweise malen kann. Ich hatte euch ja gefragt, was für ein Motiv ich als erstes mit diesem Pinsel malen sollte. Und ich hatte auch sofort Vita im Kopf, weil ich dachte, das erste Bild muss ja irgendwie auch wieder was mit ihr so ein bisschen zu tun haben, dabei das auch so ein bisschen was Besonderes ist. Zudem muss man sagen, dass sie jetzt fast genau
seit ein Jahr nicht mehr bei uns ist. Und ja, also ich weiß nicht. Es ist immer noch komisch, es tut immer noch weh, aber wie gesagt, damit hier nochmal ein Denkmal. Also wie gesagt, das ist echt schon ein Jahr her. Ich kann das irgendwie gar nicht glauben, dass das schon so lange her ist. Aber ich kann mir jetzt die Frage beantworten, wird es irgendwann besser? Ich sag's mal so, bei mir nicht. Vergessen tue ich sie nicht. Ich muss auch immer wieder an sie denken. Und gerade jetzt, wenn sozusagen so ein Jahrestag ist, denkt man natürlich wieder ein wenig mehr dran. Deshalb finde ich es auch schön, dass ich jetzt die Baby-Vita sozusagen nochmal male. Und das ist übrigens eines der ersten Bilder gewesen, die ich von ihr gemacht habe, also fotografietechnisch. Ich hatte damals auch halt keine gute Kamera, sondern ich konnte nur mit Blitz fotografieren, weil es auch schon dunkel war. Und genau diese geblitzte Vorlage hat mich total irritiert beim Malen. Deswegen sage ich auch immer, geblitzte Vorlagen sind nicht so einfach. Ich war anfangs etwas irritiert, weil ich nicht wusste, okay, es sah irgendwie komisch aus, weil ein Blitz macht natürlich auch kein natürliches Licht, sondern da wird der Hund oder das Tier allgemein ja von vorne einfach nur angestrahlt. Weshalb es dann zu einem unnatürlichen Schattenwurf kommt. Eigentlich ist ja Schatten dann da, wo anatomisch dann zum Beispiel irgendwie ein Knochen ist oder ähnliches. Und dann durch den natürlichen Lichteinfall wird das dann auch logisch, diese Form. Und das wird durch diesen Blitz halt komplett außer Kraft gesetzt. Weswegen dieses Bild hier in einigen Stadien echt merkwürdig aussah. Ich war auch kurz davor, muss ich wirklich sagen, das Bild einfach zur Seite zu legen und zu sagen, ich muss nochmal neu anfangen, weil es war dann auch Vita irgendwie nicht würdig, sage ich mal. Und gerade weil sie nicht mehr da ist, möchte man ja auch wirklich das Beste nochmal mehr daraus holen. Und ich war kurzzeitig echt verzweifelt, bis ich mir dann irgendwann auch gedacht habe, gut, ich schaue wegen dem Licht einfach nicht mehr auf die Vorlage, sondern gehe so nach meinen eigenen Erfahrungswerten und dann ging das. Also ich kann nur für Anfänger auch empfehlen, bitte nutzt einfach keine geblitzten Vorlagen. Also ich persönlich finde es auf jeden Fall schwerer, damit zu arbeiten, weil es halt auch auf der Zeichnung meistens noch merkwürdiger aussieht als auf dem Foto, weil auf dem Foto sieht man ja, dass es der Blitz ist, der das Licht macht. Nur auch auf einer normalen Zeichnung und so nimmt man das dann ja nicht mehr so wahr. Nun, wo ich schon mal ein bisschen am Fell gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, dann kann ich auch schon mal die erste Schicht von der Nase einbringen. Das mache ich auch wieder in der Nass-auf-Trocken-Technik, eben damit die Konturen nicht so verschwimmen, sondern dass noch klar definiert ist, wo die Nase ist. Und ich finde es halt echt cool, wie vielfältig dieser Pinsel ist. Obwohl der halt relativ groß ist, kommt der zu einer super guten Spitze und man kann echt auch feine Details damit arbeiten. Und wie gesagt, ich habe das komplette Bild nur mit diesem Pinsel gemalt und, okay, einen Acrylstift. Aber wie gesagt, das, was alles mit Aquarell gemalt ist, habe ich komplett mit diesem Pinsel gemacht. Ich muss zugeben, bei den Augen war es auch eine kleine Herausforderung, weil es halt relativ klein ist im Gegensatz zum großen Pinsel, der so viel Wasser und Farbe aufnimmt. Aber mit ein wenig Übung ging das dann auch ganz gut. Nun konnte ich wieder ein wenig mehr Details in die Nase einbringen, das auch wieder in der Nass-auf-Trocken-Technik, denn in der Nass-auf-Trocken-Technik kann man halt gut Details anarbeiten, weil die Farbe dann halt nicht so verschwimmt und nicht so verlaufen kann.
Hier seht ihr es auch nochmal, wie feine Striche man damit machen kann. Und ihr seht auch, dass ich auch immer wieder ein bisschen Blau mit einarbeite, beziehungsweise das Payne's Grau bläulich von Schminke benutze. Das hat auch wirklich einen schönen blauen Unterton, weil ich halt auch möchte, dass es nicht so schwarz nur aussieht. Mit einem sauberen Pinsel konnte ich jetzt auch ganz einfach Farbe wieder abheben, die zu viel im Ohr war. Dazu habe ich einfach den sauberen Pinsel genommen, die Farbe aufgenommen, dann den Pinsel wieder ausgewaschen, ein bisschen abgetrocknet, damit er nicht zu nass ist, und nochmal Farbe aus dem Ohr herausgenommen. Hier seht ihr jetzt, wie ich die Belichtung jetzt geändert habe in meinem Bild und mich nicht mehr so ganz nach der Vorlage gerichtet habe, was die Belichtung angeht. Denn wie gesagt, ein Blitz ist eine unnatürliche Belichtung von einem Bild. Und ich finde, gerade in manchen Zeichnungen oder an Aquarellen macht das dann nicht so viel Sinn auf den Betrachter dann, wie beim Foto eben. Nach und nach kann ich dann in der Nass-auf-Trocken-Technik auch die Nase immer mehr ausarbeiten und die Details einarbeiten und werde dann zum Schluss halt auch einfach immer dunkler mit den Details. Nun war ich übrigens auch wieder bei so einem Stadium, wo ich sagen muss, ja, jetzt gefällt es mir langsam. Ich finde, es lag bei mir auch einfach am meisten an dieser Belichtung, die mich halt auf dem Bild, also auf den Aquarell an sich, einfach übelst irritiert hat. Und ich handhabe das gerne so bei Aquarellen, dass ich um die Augen und zu auch gerne ein paar mehr Details einmale mit Aquarell. Eben damit dort mehr der Fokus hingelenkt wird, damit da mehr Details eingearbeitet sind. Ich versuche aber trotzdem, mich selber zusammenzureißen und nicht zu viele Details einzubringen, weil ich möchte ja immer noch, dass es ein wenig aquarellig wirkt und nicht wie nachher eine Buntstiftzeichnung oder sowas. Aber durch so kleine Sachen wie zum Beispiel einfach mehr Details wird das Auge des Betrachters halt so ein bisschen mehr dahin gelenkt und der Fokus liegt dann halt ein wenig mehr dort. Für die Details habe ich den Pinsel relativ trocken gemacht und dann mit der Hand zu so einer Spitze weiterhin geformt. Wichtig hier auf jeden Fall habe ich gelernt jetzt, der sollte wirklich relativ trocken sein, der Pinsel, weil er nimmt halt viel Wasser und Farbe auf und gerade für kleine Bereiche kann man das halt nicht so gut gebrauchen. Deswegen nehme ich eigentlich für Augen zum Beispiel immer kleinere Pinsel, aber ich wollte dieses komplette Bild mit diesem Pinsel malen und ich habe es geschafft. Wie gesagt, als Tipp für euch, wenn ihr mit großen Pinsel arbeitet und kleine Bereiche macht, einfach den Pinsel relativ trocken halten und dann immer nur ein bisschen Farbe an die Spitze machen und dann funktioniert das eigentlich einwandfrei. Nun habe ich wieder ein wenig Farbe aus dem Auge herausgenommen, damit so ein bisschen Lichtschimmer im Auge zu sehen ist. Und das funktioniert, wie gesagt, ganz einfach mit einem sauberen, nur noch ein bisschen feuchten Pinsel. Und dann könnt ihr die Farbe, solange sie natürlich nass ist, einfach so ein bisschen da herausheben. Nun konnte ich die dunkleren Details in die Nase einarbeiten, damit ich da auch ein bisschen Kontrast hinbekomme. Auch hier habe ich wieder weniger auf die Vorlage geachtet, weil das war einfach übelst überlichtet komplett und habe mich da einfach auf meine Erfahrung verlassen, wie so eine Nase ungefähr aussieht mit einer normalen Belichtung. Und dann hat das auch relativ gut geklappt. Hier und da habe ich dann nochmal ein paar Härchen eingemalt mit der Aquarellfarbe, die ich fürs Fell genommen habe.
Und das habe ich dann zum Beispiel gemacht, wenn die Augen getrocknet sind, sodass ich gar nicht föhnen musste, sondern die Augen konnten dann ganz in Ruhe trocknen. Ich habe die Feinheiten eingemalt und dann konnte ich wieder bei den Augen weiterarbeiten. Aber nun kommen wir zur Klärung der Frage, warum die 77 so besonders ist. Erst nochmal, nein, ich konnte mir die Pinselnummer nicht aussuchen. Ich habe sie einfach so geschickt bekommen. Und es ist mir auch im Nachhinein erst aufgefallen, was ich damit verbinde. Und zwar bin ich in ein Haus mit der Hausnummer 77 groß geworden und da ist halt auch Vita bei mir eingezogen, also wo wir da gewohnt haben, als ich noch jung war. Und das ist mir aufgefallen. Deswegen habe ich mich auch auf jeden Fall für Vita entschieden, weil ich dachte, das passt einfach mega. Wie gesagt, wir sind da zusammen groß geworden, haben super Sachen dort erlebt. Und deswegen stand für mich dann fest, als ich das gecheckt habe, anfangs habe ich das irgendwie gar nicht gedacht, weil ich habe schon gedacht, vielleicht kriege ich eine besondere Nummer, mit der ich was verbinde. Und erst ein oder zwei Tage später ist mir das halt aufgefallen, dass das das Besondere ist und dass ich dann auf jeden Fall die Vita mit diesem Pinsel als allererstes malen möchte. Weil uns da halt diese Hausnummer auch ein wenig verbindet. Die Augen habe ich jetzt auch noch mal ein wenig nachkoloriert und nachgezogen. Und nun verbessere ich mal eine Kleinigkeit, und zwar dieses Weiße im Auge mit einem Acrylstift. Und damit male ich jetzt auch noch kleine Feinheiten ins Fell ein. Auch hierbei muss ich mich persönlich immer ein wenig stoppen, so würde ich es jetzt mal sagen, damit ich nicht zu viel damit male. Ich habe das mal ein, zwei Mal ein bisschen damit übertrieben und das mochte ich nicht so gern und deswegen versuche ich immer, mich da so ein bisschen zurückzuhalten und einfach nach und nach den Stift einzubauen und nicht alles komplett, was zum Beispiel schimmert, weiß zu malen, sondern einfach nur ein paar helle Akzente ins Feld zu setzen. Ich finde, es wirkt halt auch einfach ein bisschen besser, als wenn man das alles komplett vollmalt mit diesem Marker. Aber wie gesagt, auch das musste ich lernen. Es ist für mich auch immer noch ein bisschen schwierig, da die richtige Dosis zu finden, aber ich werde immer besser. Bisher ging es ganz gut, aber da muss auch für sich jeder herausfinden, was für ihn persönlich oder für sie persönlich jetzt zu viel oder zu wenig ist. Natürlich habe ich dann auch noch die Schnurrhaare damit eingebracht. Und dann war ich quasi auch schon fertig mit meiner Zeichnung bzw. mit meinem Aquarell von Vita. Hier seht ihr übrigens mal den Vorteil von zwei Wassergläsern. Während das eine, wo ich immer mit den dreckigen Pinsel zuerst reingehe, wirklich richtig dreckig und schon fast schwarz ist, ist das andere relativ sauber geblieben. Deswegen mein Tipp, nutzt auf jeden Fall zwei Wassergläser für eure Aquarellbilder. Nun werdet ihr das fertige Bild von Vita mal sehen. Ich bin im Nachhinein wirklich sehr zufrieden, hier mal im Vergleich zur Vorlage. Da seht ihr mal, wie anders die Belichtung einfach aussieht. Wie gesagt, ich bin wirklich zufrieden damit und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar, wie euch das Bild gefällt. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf und habt ihr auch mal ein Bild mit wirklich nur einem Pinsel gemalt? Und für mehr Videos zu Aquarell, schaut gerne auf meinen Channel vorbei. Dort findet ihr schon sehr viel zu diesem Thema. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin kreativ und natürlich gesund. Bis dann!